Genau wie die Geburt ist auch das Altwerden ein besonderer Lebensabschnitt. Nur nicht mit einem so guten Image. Wir im Jakobushof in Auerbach sehen das allerdings anders. Wir verstehen uns als Raum zum Leben, in dem sich unsere Bewohner auch sozial festigen können. Jeder auf seine Weise. Gerade am Anfang stehen viele Fragen offen. Aber keine Angst, wir helfen Ihnen, ehrlich und offen. So wissen Sie, wer wir sind und wir können uns auf unsere Bewohner einstellen. Wir versuchen, Hobbys und Leidenschaften unserer Bewohner weiterzuführen. Gewohnheiten zu fördern, die manchmal sogar den Alltag aller bereichern können. Und auch der Glaube spielt eine große Rolle bei uns, der unseren Bewohnern Halt gibt und zu ihrem Wohlbefinden beiträgt. Die Terrasse gefällt mir so gut, da kann man rausgehen. Das gefällt mir am besten. Wir hocken uns meistens unten hin, tun ratschen. Mir macht es halt Spaß, wenn ich den Leuten helfen kann. Aber ich passe viel auf die alten Leute auf, ne? Und das gefällt mir schon. Natürlich sind wir auf alle Pflegestufen eingestellt. Und immer im Mittelpunkt der einzelne Mensch und die Möglichkeit, sich zu integrieren. Mit Geselligkeit und Aktivität. Wer möchte, findet aber auch Ruhe und Zeit für sich. Fast alle Zimmer haben einen Balkon oder eine Terrasse, was das Wohnen deutlich angenehmer macht. Genauso wie die Lage in der Nähe zur Auerbacher Altstadt mit Geschäften, Apotheken und Ärzten. Die meisten Ärzte kommen sogar zu uns ins Haus. Und auch der Physiotherapeut bietet seine Dienste regelmäßig bei uns im Jakobushof an. Unser besonderes Gut sind natürlich auch die Mitarbeiter. Neben der reinen Fachkraft sind sie Zuhörer, Helfer und Freund für unsere Bewohner. Also ich arbeite gern mit den Elternleuten zusammen, weil man sieht dann den Erfolg an so einem dementiell erkrankten Menschen, wie der sich freut, wenn man ihm jetzt ein Lied vorsingt oder wie gesagt mal basale Stimulation macht. Sie halten dann überwiegend Blickkontakt und man sieht richtig, wie der Mensch wieder aufgeht. Ich komme vom Sanitätshaus Urban und Kemmler. Ich bin Wundexpertin und ich komme einmal in der Woche ins Haus hier. Und meistens haben wir uns am Donnerstag angepeilt und dann ist super, dass die Frau Scholze so geplant hat, dass eine Schwester mit mir mitgehen kann. Und dann machen wir so die Wundversorgungen im Haus. Für mich ist Pflege nicht so streng nach Normen und Regeln, sondern das Menschliche. Die sind in einem Pflegeheim, daheim. Und da ist man jetzt, es gibt da für mich persönlich jetzt halt Miteinander und zueinander, dass wir auch wirklich ein bisschen eine Freundschaft miteinander entwickeln. Wir sind keine Patienten, wir sind kein Krankenhaus, sondern es sind für mich Menschen. Es ist ja wie zu Hause, sage ich jetzt mal für mich. Ich bin gern da, jeder Bewohner ist für sich individuell und ist einfach ein super klasse Job für mich. Wir haben verstanden, dass das Altwerden zum Leben gehört und bieten Ihnen den Raum dafür. Wir sind das Seniorenpflegeheim Jakobushof in Auerbach.